Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich dachte, es wäre vielleicht ganz gut für die Hauskreisarbeit was zu machen und ich würde die Folgen gerne auf der Playlist Küchenkirche veröffentlichen. Küchenkirche, ja, sagt er, nicht Pfälzer. Und ich würde gerne mit euch das Evangelium von Johannes, Evangelium des Johannes, anschauen. Und so durch die Kapitel durchgehen und ein paar Anregungen geben und vielleicht auch ein paar Fragen stellen, die ihr bis zur nächsten Folge dann beantworten könnt, sodass man ein bisschen sich mit der Bibel beschäftigen kann. Und wenn ihr in kleinen Gruppen euch trefft oder in größeren, je nachdem, wie ihr das handhabt, dann könnt ihr vielleicht den kurzen Clip dazu nehmen, so ein bisschen ins Thema reinzukommen. Ich fange mal an mit Johannes 1. Johannes Kapitel 1, sehr majestätische Verse, ja. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Im Anfang war das Wort. Das Wort ist Christus. Christus ist Gott. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Der Logos. Der Gedanke Gottes, nicht nur das ausgesprochene Wort, sondern das, was Gott meint mit dem Wort. So ist es auch mit dem Gesetz des Mose, was wir auch lesen, in dem Gottes Gedanken ausgedrückt sind, dass wir nicht buchstäblich befolgen, sondern nach Gottes Willen und Geist. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, durch dieses Wort. Und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Alles, was wir sehen, alles, was entstanden ist, alles, was wir als Schöpfung bezeichnen, ist durch dasselbe Wort Gottes gemacht. In ihm, in diesem Wort Gottes, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. In diesem Wort Gottes. Dann würde ein Jude natürlich sagen, in diesem göttlichen Wort, in dieser Bibel, im Tanach, im Alten Testament, da ist das Leben, weil wenn ihr das Wort Gottes haltet, dann werdet ihr leben. Aber das Wort Gottes ist Christus. Und wir sehen das auch gleich noch, wie das im Text wandelt, sich wandelt, die Bedeutung wandelt auf Jesus Christus. In ihm, in diesem Wort war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen, hat es nicht ergreifen können, ja, weil die Finsternis kann das Licht nicht begreifen. Sie mag das Licht auch nicht. Die Finsternis ist nicht die Dunkelheit, sondern die Finsternis sind die Menschen, die nicht glauben. Die sind die Finsternis. Und die Menschen, die nicht glauben, können dieses Wort Gottes nicht ergreifen. Die können das nicht verstehen. Das ist nicht ihr Wort und deswegen können sie es nicht erfassen oder ergreifen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Das war Johannes der Täufer. Der war ein Mensch, der war von Gott gesandt. In meiner Bibel steht circa 26 nach Christus, wurde Johannes der Täufer gesandt, im Alten Testament schon angedeutet, als Herold Christi. Dieser kam zum Zeugnis, dass er von dem Lichte zeugte, auf das sie alle an ihn glaubten. Johannes der Täufer hat nicht das Alte Testament verkündigt, sondern Johannes der Täufer hat Jesus Christus angekündigt. Das ist das Licht der Menschen. Und in diesem Licht, Jesus Christus, ist das Leben. Dieser kam zum Zeugnis, dass er zeugte von dem Licht, auf das sie alle durch ihn glaubten. Und zwar an das Licht. Wer war das Licht? Jesus Christus war das Licht. Er war nicht das Licht. Johannes der Täufer war nicht das Licht, sondern dass er zeugte von dem Licht, von dem Lichte, was in Jesus Christus gekommen ist. Das war das wahrhaftige Licht, welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt kannte es nicht. Die Welt ist in der Finsternis. Die Finsternis hat es nicht begriffen, hat dieses Licht nicht begriffen und ergriffen. Es war in der Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt kannte es nicht. Da steckt so viel drin. Die Welt ist durch dasselbe Licht, durch dieses Wort und durch dieses Licht gemacht,
und die Welt hat es nicht erkannt. Die Finsternis hat es nicht begriffen. Sie hat Jesus Christus nicht begriffen. Und da geht es übergangslos weiter. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Zunächst natürlich sein Volk Israel. Sein Volk Israel nahm ihn nicht auf. Und zu der Zeit hat ihn auch die Welt nicht aufgenommen. Nur die, die an ihn geglaubt haben, die haben ihn aufgenommen. Und deswegen steht hier, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glaubten. Die, die an Jesus Christus glauben, sind Gottes Kinder. Die stehen nicht mehr unter der Herrschaft und Macht der Welt, sondern die stehen unter der Herrschaft und der Führung des Vaters im Himmel. Die haben einen Vater im Himmel, der auf sie achtet, der auf sie aufpasst, der ihr Leben führt, der ihr Leben neu macht. Und in diesem Gott stehen wir als Christen, in diesem unseren Gott, der uns seinen Sohn gegeben hat. Und alle, die an Jesus Christus glauben, denen hat Gott Macht gegeben, Dynamis, die Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Das war was Wunderschönes. Das hat es vorher nie gegeben. Ja, das gibt es seit Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Ja, da ist diese herrliche Tatsache zu uns gekommen, und zwar zu den Juden und auch zu den Heiden, zu allen Menschen, die an ihn glauben. Hier ist keine Einschränkung mehr gemacht, dass das nur für Israel gelten würde oder nur für die Juden, sondern hier steht, wie viele ihn aufnahmen, wer auch immer ihn aufnimmt, ja, den gibt er Macht, Gottes Kind zu werden, Gottes Kind zu sein. Welche nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, noch von dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Das ist etwas Wunderschönes und etwas, wo Gott uns adelt mit. Gott erkennt uns als seine Kinder an. Das hat es im Alten Testament nicht gegeben. Das gibt es nur im Neuen Testament. Und weil wir Gottes Kinder sind, und durch ihn zum Leben gekommen sind. Und wie Paulus sagt, teilhaftig geworden sind der göttlichen Natur, weil sein Geist in uns wohnt. Deswegen verstehen wir auch sein Wort. Aber wir verstehen sein Wort nicht mehr nach dem toten Buchstaben, sondern wir verstehen sein Wort nach dem Logos, nach dem Sinn, nach dem Inhalt. Und deswegen verstehen wir das Alte Testament auch dahingehend, wenn zum Beispiel von den Opfervorschriften die Rede ist, dass das ein Bild ist auf Jesus Christus. Dass das nicht Opfer sind, die gebracht werden müssten in Jerusalem im Tempel. Was sowieso seit 2000 Jahren ja nicht mehr möglich ist. Ja? Wenn die Juden sagen, dass wir das Gesetz halten sollen, dann müssen wir ihnen sagen, dass sie selbst ihr Gesetz nicht halten können. Ja? Ob das jetzt die 7 noachidischen Gebote sind oder die 613 angeblichen Gebote, das ist ja nur eine talmudische Zahl, ja, die kommt aus dem Talmud, die ist im Alten Testament nicht hinterlegt. Ob 613 Gebote sind oder mehr oder weniger, das bleibt mal noch offen. Aber es spielt eigentlich gar keine Rolle, denn wenn die Juden uns sagen, wir müssten Gottes Gesetz halten und auch manche Christen uns sagen, dass wir Gottes Gesetz halten müssen, dann müssen wir sagen, das Gesetz Gottes aus dem Alten Testament, das sinaitische, aaronitisch-levitische Gesetz, das ist nicht mehr zu halten. Warum nicht? Weil es keinen Tempel mehr gibt. Ja gut, sagen viele, da müssen wir aber den moralischen Teil vom Gesetz, den müssen wir halten. Nein, müssen wir auch nicht, weil entweder man hält das Gesetz ganz oder man hält das Gesetz gar nicht. Denn das Gesetz ist ein monolithischer Block. Das darf man nicht auseinanderreißen. Petrus sagt, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, ganz und nicht mehr aufs Gesetz, sondern auf die Gnade, die in Jesus Christus ist. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, erfüllen wir auch den moralischen Anteil des Gesetzes. Wir erfüllen sogar den kultischen Anteil des Gesetzes, denn wir verstehen das Gesetz nicht mehr nach dem toten Buchstaben, sondern wir verstehen das Gesetz nach dem Geist. Wir haben ein Opfer. Unser Opfer ist Jesus Christus. Wir haben einen Tempel, der sind wir nämlich selbst. Wir sind ein Tempel Gottes im Heiligen Geist. Wir haben auch einen hohen Priester, das ist unser Herr Jesus Christus. Und wir warten darauf, dass Jesus Christus König wird der Welt.
dann Melchisedek sein wird, König, Priester. Jetzt ist er noch Priester, ja, er ist noch nicht König der Welt. Er kam damals in sein Eigentum, er war der verheißene König Israels und König der Welt. Er kam in sein Eigentum, aber die Welt hat ihn nicht aufgenommen, die hat ihn nicht anerkannt. Ja. Wir haben einen hohen Priester, das ist unser Herr Jesus Christus. Und der wird zum Priesterkönig, wenn er denn kommt und sein Reich aufrichtet. Und alle Herrschaft und alle Macht, die heute den Königen und Diktatoren und Tyrannen und wem auch immer gegeben ist, auflösen wird. Und sein Reich, sein herrliches Reich in Gerechtigkeit aufrichten wird. Daran glauben wir. Darauf hoffen wir. Darauf leben wir hin. Das ist die Hoffnung und die Perspektive, die Kinder Gottes haben. Ja, wir warten auf sein Reich. Und deswegen sind wir im Moment auch noch in einer Welt, die in der Finsternis ist und die dieses Licht nicht ergriffen hat. Und deswegen fühlen wir uns oft fremd in der Welt. Ja? Das ist eigentlich eine ganz natürliche Folge aus dem Glauben, den Gott uns gegeben hat. Und wir sind von Gott geboren. Das heißt, wir sind noch in der Welt, aber wir sind nicht mehr von der Welt, sondern wir sind von Gott. Wir sind ein Teil Gottes geworden in Jesus Christus, in dem er uns Macht gegeben hat, dass wir seine Kinder heißen sollen. Deswegen fühlt sich der Christ manchmal ein bisschen fremd in der Welt, ja? Weil es da so erstaunlich auch zugeht. Das Wort, was am Anfang bei Gott war, und Gott war das Wort, und das Wort war im Anfang bei Gott, ja, haben wir gerade gelesen, das Wort ward Fleisch in Christus. Hier sehen wir es jetzt ganz deutlich. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist Jesus Christus. Jetzt haben wir den Zirkelschluss. Ja, jetzt ist der Schluss eigentlich gekommen. Das, was ich am Anfang gesagt habe, das Wort ist Christus. Das Wort ist nicht das sinaitische Gebot. Das Wort Gottes ist Christus, ist Jesus Christus. Das ist der Gedanke Gottes. Alle Gedanken Gottes sind in Jesus Christus zusammengefasst. Ja? In ihm sind alle Verheißungen Ja und Amen, schreibt Paulus mal. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Er ist das Wort Gottes an die Welt. Und die Welt hat das nicht ergriffen. Wie viele es aber ergriffen haben, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Die glauben an das Licht. Die glauben an das Wort. Die glauben an den hohen Priester Jesus Christus. Die sind selbst zu einem Priestertum geworden im Geist und in Wahrheit und leben nicht mehr in den alttestamentlichen Schattenbildern, sondern in den neutestamentlichen Wesenheiten im Geist und in Wahrheit und lesen trotzdem das Gesetz und lesen trotzdem die 10 Gebote. Und weil wir im Gesetz des Geistes sind, erfüllen wir als Nebenwirkung des Glaubens auch die 10 Gebote. Auch die anderen, wegen mir 613 Gebote, erfüllen wir, aber im Geist und in Wahrheit, ja, indem wir uns selbst opfern. Wir opfern also auch. Ja. Wir bringen unseren Leib zum Gott wohlgefälligen Opfer dar, Römer 12. Wir sind selber eine Priesterschaft geworden, obwohl wir unbeschnitten sind, obwohl wir nicht zum Volk Israel gehören. Ja. Gott hat sich ein Nichtvolk berufen. Ja, ein Volk aus allen Völkern, nämlich alle die, die an Jesus Christus glauben, das ist Gottes Volk. Wir sind Gottes Volk, wir sind Gottes Tempel, wenn wir an Jesus Christus glauben. Ob wir Jude sind oder nicht Jude, spielt da gar keine Rolle. Ja, wir sind Gottes Volk in Christus. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, aber die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Die ist entstanden durch Jesus Christus. Das sagt die Schrift. Das sind große Verse voller Tiefe, voller Weisheit, voller
Erhabenheit, voller Schönheit, voller Würde, voller Adel für die Gotteskinder. Die ergreifen das. Denen ist das Labsal. Wir tun das Wort Gottes nicht, wir essen das Wort Gottes. Ja, das ist unsere Speise, weil wir aus dem Wort gezeugt sind, weil wir an das Wort glauben, weil wir wissen, dass durch dieses Wort die ganze Welt geschaffen ist mit allem, was darauf ist und was sich in jede Menge Tingeltangel mittlerweile ergeht. Ja, das ist das Wort Gottes, an das wir glauben, das die ganze Welt geschaffen hat, ja, in Jesus Christus. Johannes zeugt von ihm, ruft und spricht: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird einer kommen, der vor mir war, denn er war eher als ich. Denn Jesus Christus ist von Ewigkeit. Warum? Weil er Gottes Sohn ist, weil er das Wort Gottes ist, weil er im Anfang bei Gott war, und zwar vor Grundlegung der Welt. Weil er das Licht der Welt ist. Er war es, er wird es sein, er ist für immer, er ist ewig. Er war das Licht der Welt schon zur Zeit Israels. Aber Israel war noch unter dem Gesetz gefangen genommen, eingehegt im Gesetz, in den Vorschriften des Gesetzes. Aber als Gott seinen Geist geschickt hat durch Jesus Christus, haben wir das Gesetz neu verstanden, in Neuheit des Wesens verstanden. Und die wahre, wirkliche innere Bedeutung des Gesetzes verstanden. Und befolgen das Gesetz im Geist und in Wahrheit. Warum? Weil wir in einem Gesetz des Geistes leben. In dem Gesetz Christi. In dem Gesetz der Freiheit. Ja? Wir orientieren uns an dem auferstandenen Christus, weil wir an ihn glauben. Weil er das Wort ist. Und das umfasst auch das Gesetz des Alten Testaments. Aber nicht buchstäblich, sondern im Geist und in Wahrheit. Ja? Das wahre Licht scheint jetzt, sagt Johannes im ersten Johannesbrief. Ja? Wir geben euch kein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Damit meint er das Gesetz im Alten Testament. Dann fährt er fort, wiederum geben wir euch ein neues Gebot, denn das wahre Licht scheint jetzt. Das wahre Licht des Geistes scheint jetzt, was uns das Alte Testament im Geist und in Wahrheit verstehen lässt und nicht in totem Sinn tun lässt. Und wir sollen das auch nicht tun. Wir können das gar nicht mehr tun, weil es kein Tempel mehr gibt, in dem geopfert würde, in Jerusalem, in dem blutige Opfer gebracht werden, sondern es gibt einen geistlichen Tempel, der hat in Christus angefangen. Dieser geistliche Tempel sind wir selbst. Wir sind ein Tempel Gottes, sagt Paulus, jeder Einzelne, weil Gottes Geist in uns wohnt. Da, wo Gott wohnt, ist sein Haus, also ist jeder Einzelne auch ein Tempel Gottes. Und die Gemeinde Jesu Christi weltweit ist ein Tempel Gottes. Das schreibt Paulus im ersten Korintherbrief. Ja. Das ist das, was wir verstehen dürfen und sehen dürfen durch Gottes Geist. Das ist den Juden verborgen, das ist auch den neutestamentlichen Juden verborgen, auch den neutestamentlichen Gesetzeslehrern ist das verborgen. Das kann man so lange erklären, wie man will. Die können das nicht verstehen. Die können das nicht verstehen, weil Gottes Geist ihnen fehlt. Ja? Das schreibt Paulus auch im ersten Korintherbrief. Ja? Diese Weisheit Gottes in Christus ist ihnen verborgen. Sie werden vielleicht, weil sie in einer christlichen Kultur aufgewachsen sind, die jetzt ja auch schon 2000 Jahre dauert, länger als die Zeit Israels von 1500 vor Christus, Mose, bis zu Christi Geburt und Sterben und Auferstehen. Ja? Die Christenheit hat ja schon 500 Jahre länger angedauert als das alttestamentliche Israel. Und weil viele neutestamentliche Gesetzeslehrer in einer christlichen Kultur aufgewachsen sind und das Neue Testament nicht negieren können, deswegen bekennen sie Jesus Christus mit den Lippen, aber ihr Herz ist ferne von ihm. Ja? Und deswegen predigen auch sie das Alte Testament und das Gesetz. Und schlimmer noch, sie machen aus dem Neuen Testament wieder ein Gesetz. Das ist noch schlimmer. Sie machen aus dem Neuen Testament erneut ein Gesetz. Luther hat gesagt, sie machen aus Christus wieder einen Mose. Ja? Christus, der uns die Freiheit und das Evangelium gegeben hat und erworben hat, daraus machen sie wieder einen Gesetzeslehrer mit neutestamentlichen Gesetzen. Und damit zeigen sie, dass sie nichts verstanden haben. Sie haben das Licht nicht ergriffen. Sie bleiben in der Finsternis, obwohl sie den Namen Jesu auch benutzen und auch aussprechen. Aber den Geist dieses Wortes, den Inhalt des Neuen Testaments,
den verstehen sie nicht. Sie verstehen nicht, dass wir zur Freiheit berufen sind in der Bindung an Jesus Christus. Und in der Bindung an Jesus Christus sind wir frei. Das war es mal so als kurzer Gedankenanstoß für die ersten Verse, die wir hier gelesen haben. Das Licht kommt in die Welt, das Wort wird Fleisch, Johannes kündigt ihn an und das Alte Testament wird nahtlos, übergangslos fortgeführt. Vielleicht das noch als letzten Gedanken. Wenn wir von Jesus Christus lesen in den Evangelien, befinden wir uns heilsgeschichtlich noch im Alten Testament. Der neue Bund im Blut Christi, der hat erst nach Golgatha angefangen. Ja? Deswegen war Jesus Christus unter das Gesetz getan. Galaterbrief. Ja? Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau, und unter das Gesetz getan. Jesus musste das mosaische Gesetz erfüllen. Ja? Er war unter das Gesetz getan. Aber als er auferstanden ist und Gottes Geist uns geschenkt hat, zu Pfingsten in Jerusalem, Gottes Geist ausgegossen wurde, da hat ein neuer Bund angefangen. Der Bund, der nicht mehr im Blut der Böcke und Stiere ist, sondern im Blut Jesu Christi. Da hat der neue Bund in Christus begonnen. Und der alte Bund ist abgeschlossen und kommt nicht mehr wieder. Das ist ein für alle Mal beendet. Warum? Weil das Priestertum Jesu Christi ein ewiges Priestertum ist. Ja, er ist Priester nach der Weise Melchisedeks, ohne Anfang und ohne Ende. Deswegen kommt dieses alte, alttestamentlich-mosaische Priestertum nicht mehr auf. Ja? Dieses Priestertum ist ein für alle Mal beendet und abgelöst worden von Jesus Christus. Wenn wir aber die Worte Jesu verstehen müssen, dann müssen wir die vielfach verstehen als noch eine alttestamentliche Sichtweise, die natürlich schon hinschaut auf das Neue Testament, die schon ankündigt, dass noch andere Menschen auch zum Glauben kommen an ihn. Ja? Er sagt, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, die muss ich auch noch herzuführen. Da macht Jesus so einen Blick auf in den neuen Bund, ja, der heilsgeschichtlich kommen soll. Und immer wieder deutet Jesus das auch an. Also wir befinden uns in den Evangelien und in dem, was Jesus sagt, in einer Übergangsphase vom Alten Testament ins Neue Testament, vom Gesetz des Mose zum Gesetz Jesu Christi. Das ist ein Übergang. Und in der Bergpredigt, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, da schlägt Jesus Christus eigentlich den Bogen hin zu Golgatha. In der Bergpredigt macht Jesus das Gesetz des Mose noch strenger, noch härter. Er sagt, es ist euch gesagt, ich aber sage euch. Ja? Damit verschärft er das Gesetz. Warum? Weil er hinführen will nach Golgatha. Er will damit zeigen, dass das Gesetz für niemanden zu halten ist, ja? Sondern dass wir Erlösung brauchen und dass wir diese Erlösung bitter nötig haben und dass er sie auf Golgatha erwerben wird und erworben hat. Ja? Damit führt Jesus mit dem Gesetz des Mose, weil er es ausformuliert und zeigt in seiner ganzen Härte und Unnachgiebigkeit, damit führt Jesus zu Golgatha hin. So benutzt Paulus auch das Gesetz. Ja? Paulus benutzt das Gesetz so, dass Menschen verstehen, dass sie schuldig werden an sich selbst, an ihren Mitmenschen und am Schöpfer. Und damit treibt er die Menschen hin nach Golgatha. Und er sagt, dieses Gesetz könnt ihr nicht erfüllen, das macht euch traurig, das macht euch kaputt. Ihr geht darunter zugrunde, wenn ihr es wirklich annehmt und anwendet auf euch selbst. Und damit treibt Paulus die Menschen Richtung Jesus Christus hin nach Golgatha. Ja? Während die Juden sagen, das Gesetz, die Erfüllung des Gesetzes ist schon das Ziel für den Menschen. Ja, der Mensch soll das Gesetz tun und dann wird er leben. Und sie verstehen nicht, dass das Gesetz nicht einzuhalten ist. Ja? Das ist der Unterschied in der Verwendung der Gesetze. Und Paulus benutzt das Gesetz als Treiber hin zu Christus, ja, hin zu Golgatha. Die Juden sehen das Gesetz schon als Ziel des Handelns des Menschen. Und die neutestamentlichen Juden, die neutestamentlichen Gesetzeslehrer, die machen das Neue Testament zum Gesetz und sagen, das müsst ihr alles tun, wenn ihr das alles einhaltet, dann kommt ihr auch in den Himmel. Ja? So wird das im Neuen Testament missbraucht. Ja? Fliehen sollen wir zu Jesus Christus. So wie hier steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Alles Gute euch, Gottes Segen und bis bald.